Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen im Jahr 2018, ein Jahr, das für die Kreuzfahrtbranche extrem spannend ist, denn es gibt viele Neubauten und das hier sind meine persönlichen Top 5 in diesem Jahr. Platz 5, MSC Seaview. Die MSC Seaview ist zwar baugleich zur Seaside, dafür ist sie zunächst bei uns in der Nähe im Einsatz. Ab Mitte des Jahres fährt die Seaview nämlich im westlichen Mittelmeer. Das Schiff mit dem ungewöhnlichen Heck und der umlaufenden Promenade ist ausdrücklich für die wärmere Jahreszeit gemacht, weil es eben besonders viel Außenfläche gibt. Mit seinem großen Wasserpark ist es eindeutig ein Familienschiff. Platz 4, Le La Pérouse. Klein aber fein, das sind die insgesamt 4 neuen Expeditionsschiffe, die Ponant bestellt hat. Das erste davon ist die Le La Pérouse, die im Sommer kommt. Die Schiffe verfügen gerade mal über 92 Kabinen, sodass eine Reise damit ganz besonders exklusiv ist. Ganz klar, Highlight der Neubauten ist die Unterwasser-Lounge Blue Eye. Da kann man dann die Unterwasserwelt hautnah beobachten. Da hat man also fast ein U-Boot-Gefühl. Platz 3, Celebrity Edge. Endlich eine neue Schiffsklasse von Celebrity Cruises. Die Celebrity Edge kommt Ende des Jahres und sie bringt viele Dinge, die man so an Bord von Kreuzfahrtschiffen noch nicht gesehen hat. Unter anderem einen sogenannten Magic Carpet, einen fliegenden Teppich. Der kann als Bar oder Restaurant genutzt werden. Das ist also auf jeden Fall spektakulär. Neue Wege geht Celebrity Cruises aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel beim Kabinendesign. So wird die Veranda künftig direkt in der Kabine integriert. Platz 2, Mein Schiff 1. Und zwar die neue Mein Schiff 1. Im Vergleich zu den 4 bisherigen Neubauten der Flotte wird das neue Schiff 20 Meter länger. Und an Bord tut sich einiges. So gibt's mehr Platz für Sport und Wellness, eine mehr als 400 Meter lange Joggingstrecke und eine überdachte Sportarena. Außerdem warten einige neue Restaurantkonzepte auf die Gäste. Die Mein Schiff 1 bleibt mit gut 1400 Passagierkabinen ein aus heutiger Sicht mittelgroßes Schiff. Taufe ist im Mai beim Hafengeburtstag in Hamburg. Platz 1, AIDA Nova. AIDA will's wissen und kommt mit einem Riesenschiff aus der Meierwerft in Papenburg. Auf AIDA Nova gibt's gleich 2500 Kabinen. Besonderheit ist aber, dass die AIDA Nova das erste Kreuzfahrtschiff ist, das komplett mit Flüssiggas betrieben werden kann. Insgesamt 16 Restaurants und eine Streetfood-Meile wird AIDA Nova bieten. Das ist die größte Vielfalt an Restaurants auf einem Schiff für den deutschen Markt. Dazu gibt's viele neue Dinge an Bord, wie ein Fernsehstudio und außerdem erstmals bei AIDA Kabinen für Singles. Los geht's mit AIDA Nova, wenn nichts mehr dazwischen kommt, Ende des Jahres. Das ist also jetzt meine ganz subjektive Auswahl. Ich habe mir halt so ein bisschen überlegt, welche finde ich spannend, welche sind für den deutschen Markt relevant. Ja, und das ist nun die Auswahl, die dabei rausgekommen ist. Habt ihr noch ein Schiff vermisst dabei, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ja, und ihr wisst ja, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, ich hoffe, ich kann auf alle diese Schiffe gehen in diesem Jahr. Ihr seid natürlich immer mit dabei, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Also das ist ganz wichtig, dass ihr ihn abonniert, dann verpasst ihr nichts. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.